Die Farbe, die ist verbleicht. Ist klarer drauf. Schlimmer als jetzt können wir das eh nicht machen. Dann gebe ich lieber den Wagen irgendwo ab und lass es polieren. Ich weiß gar nicht, was ich da tun soll. Alles? Ja. Es ist dreckig. Ja. Schwarzes Auto, dreckig. Ich habe den ja genau seit 2 Monaten. Und wir haben den nicht einmal gewaschen. Und der hatte natürlich ein paar andere Probleme gehabt, so Kleinigkeiten, die wir 2 Monate lang repariert haben. Genau. Felgen, Reifenkombi, Bombe. Einmal waschen, so wie er aussieht, sollte man. Und danach polieren. Ich habe es noch nie gemacht, dass wir den später hier reinfahren und dann polieren. Ich liebe das jetzt schon. Also das Video wird nicht ein Blueprint für Polieren sein, es ist der Miyagi-Technik benutzen. Genau. Einmal Rex und dann links, und dann Rex und dann links. Ich will da Karate lernen, also kannst du Karate lernen. Erstmal polieren. Soll ich Stadtheizung anmachen? Nein. Echt? Es ist doch gar nicht so kalt heute. Egal, ich hab's. Oh. Dann fahren wir einmal in die Waschstraße. Okay. Die Bremsen sind nicht mal eingefahren, ne? Wir haben natürlich wieder Leistung, das ist auch wichtig. Dritte. Ganz, ganz wichtig, wir haben 0 Poltergeräusche, Leute. Neuwagen-Feeling ist schon ein bisschen da. Nein, das ist Hochzeit. Sicher? Ja. Ach so, die haben Weg abgesperrt. Ja. Ah, die wollen Kohle haben. Kohle sollen wir auch machen? Wir könnten natürlich Kohle gebrauchen nach so vielen Investitionen. Das ist gut. Ja. Also bitte, ja. Wir haben natürlich das Beste genommen. Ne? Nicht, dass ich jetzt kein Vertrauen an uns habe. Und da haben wir schon mal eine gute Voraussetzung. Das sind ja komische Flecken drauf. Da bin ich mal gespannt, ob wir den später mit Politur wegkriegen. Wir haben nicht mal Ledertuch. Als würde ich auf einen Beton sauber machen gerade, ne? Ja, der ist richtig. Also die Farbe ist tot. Schlimmer als jetzt können wir das eh nicht machen. Der hat wirklich sehr wenig Wäsche bekommen wahrscheinlich. Oder es stand halt nur irgendwo. Ich glaube, der hat überhaupt keine Wäsche bekommen. Ich glaube, die einzige Wäsche, die er bekommen hat, waren immer die Jahreszeiten, wo es geregnet hat. Das kann sein. Oh, guck mal. So schmierpapiermäßig, das ist Wahnsinn. Das ist ja. Da hat sich das ganze Dreck eingebrannt irgendwie. So fühlt sich das an, ne? Ja. Guck dir die ganzen Kratzer an, das ist Wahnsinn. Was für Kratzer der hat. Hier, die Farbe, die ist verbleicht. Da ist Klarlack drauf. Guck mal, wie es da aussieht und hier. Motorhaube, sehr schlimm. Motorhaube ist sehr, sehr schlimm. Aber die Tür hier auch. Oh mein Gott, ey. Ich frag mich nicht, was das hier ist. Das sind irgendwelche Flecken. So Vogeldreck, ja, ja. Wahrscheinlich, was sich eingebrannt hat, ja, oder? Ja, Vogeldreck, genau. Ja, also das sieht ja wirklich so aus, ne? Ey, Dach. Ich habe erst an so einen Lackstift gedacht, dass die vielleicht so irgendwie Steinschläge oder so, aber das sieht nicht so aus. Das sieht echt aus wie Vogelkacke, was nie weggemacht wurde und sich eingebrannt hat. Also unglaublich. Also da baue ich lieber nochmal den Motor auseinander. Als willst sowas. Ausgeben? Es ist ja für mich eine Herausforderung. Also wir können es ja nicht schlimmer machen, von daher. Nein! Da sind so feine Kratzer drin. Aber die kriege ich nicht raus. Kann sein, wegen der Politur. Was meinst du denn, Aldosch, hier? Also ich finde, hier ist matt, das glänzt. Es ist auf jeden Fall was passiert. Definitiv, guck doch mal. Guck, hier siehst du dich ja selber gar nicht, ne? Nein, der ist vorbei, ja. Da geht gar nichts mehr. Du siehst dich gar nicht? Nein. Und hier siehst du dich jetzt, also jetzt spiegelt es das richtig gut. Ja. Aber man sieht jetzt auf jeden Fall ein, zwei Dell. Das hat man vorher nicht gesehen. Ah, ich sehe schon hier selber. Ey, hätte ich das gewusst, du, ne? Hätte ich den nicht angenommen als Anzahlung. Mit der Leuchte hier sieht man natürlich die feinen Kratzer nochmal. Mhm. Schön. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Hochglanz nochmal rausholt. Wir haben es jetzt nur fein gestiffen und jetzt kommt Hochglanzpolitur. An die Aufbereiter da draußen, mein Respekt. Ja, scheiß Job. Das muss ja gut bezahlt sein. Das auch. Also wer macht das denn? Dann machen wir mal. Oh, guck mal, das ist eine andere Paste.
Ich weiß gar nicht, was ich da tue, Leute. Ich sehe schon die ganzen Aufbereiter, die werden sich freuen. Endlich kann ich Jungs mal fertig machen. Schreib gleich mal einen Kommentar. Darauf habe ich mich gefreut. Ja, also ein Kollege von mir war ja ein Aufbereiter, also der hat es auch sehr gut gemacht, professionell natürlich. Aber ganz ehrlich, ich habe ihn natürlich auch mal Fragen gestellt gehabt, aber es ist ja schon ein paar Jahre her. Ne? Auf dem Lack hier sind schon sehr hibbelige Stellen, wenn man so drüber fährt. Du merkst es ja richtig, es ist so... Hm? Aha. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist er nicht besser geworden. Mit der anderen Politur ist besser. Habe ich das Gefühl. Meinst du jetzt hier zu dem Hochglanz und dem anderen? Ja. Ich glaube, da kann man einfach nichts machen. Ich glaube, das Ding hat schon so viel abgekriegt, diese rauen Stellen. Solange die noch da sind, wirst du das auch nicht komplett perfekt machen können. Aber ich denke schon, dass diese Hochglanzgeschichte jetzt das ein bisschen ausgewertet hat. Meinst du? Ja. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Das glänzt wieder. Es sieht wieder aus wie schwarz. Eine schöne Farbe. Na, und guck mal hier. Das ist toll. Ja, jetzt kommt, wir probieren jetzt. Das bin ich echt gespannt, ob das was wird. Ja, die Seite machen wir jetzt. Jetzt nehme ich mal 3M Schleifpolitur erstmal für hier. Aber ziemlich das Zeug. Weißt du, viel hilft die leider schon. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ehrlich gesagt. Es glänzt. Es glänzt wieder. Einigermaßen. Definitiv. Und das sah richtig matt aus. Jo. Guck mal. Mach mal hier. Und hier bitte auch. Boah, dass du das siehst, ne? Ich sehe das gar nicht. Doch, hier muss dann die Spitze auch noch mal ein bisschen. Wow, jetzt ist es aber viel niedlich. So. Schön. Das ist echt schön geworden. Guck mal, man sieht sich wieder, aber man sieht die ganzen feinen Kratzer. Ja, ne? Aber guck mal, was das jetzt hier schon gemacht hat, ganz ehrlich. Ja, hier drauf von die Fallen. Du hast jetzt also auch ein bisschen hier wieder rumgesaut, ne? Ja, das ist aber normal. Okay, weißt du was? Wir werden jetzt sofort Hochglanz. Yes, 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 yes. Wow. Also ich muss sagen, ich glaube, das jetzt von 3M war besser. Meinst du? Ich denke schon. Guck mal, wie das aufgewertet ist jetzt hier, der Kotflügel. Ja, Mann, der Kotflügel war echt böse. Ja, guck mal, wenn du das jetzt wahrscheinlich hier auf der Motorhaube verwendet hättest, der ist jetzt echt total schön geworden. Das also, ganz ziemlich. Weißt du, wie das jetzt aussieht? Als wird der Kotflügel lackiert sein. So ein Farbunterschied. Guck mal mit dem Dings, mit der Lampe jetzt bitte. Gib her. Ja, doch. Könnte sein, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht, aber ich finde schon, das ist jetzt super geworden da. Und guck mal, wie es vorher aussah, ich bitte dich. Beides sehen okay aus. Eine Seite? Nimm die ganze Seite erstmal mit. Die Dings machen wir auch die Stoßstange von, oder? Ja, ja, klar, alles. Alles. With my mind, on my money, and my money, and my mind. Everybody out there, go burn the tip. Your homeboys and homegirls, it's time for peening and care. To keep you laughing in the afternoon, so don't touch that dial, don't read the room. Cause they always in the sun, no frontin' and you don't wanna miss it. It's double K, like, through the good breakfast. Keenan and Kel, I should've said Kel and Keenan. And you gotta watch Keenan, cause Keenan be screaming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle, cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew mystery. It's just Keenan and Kel and your vicinity. Like Siegfried and Roy, Abbott and Costello, Magic and Kareem, or Bill and Teller. Somebody's in trouble, oh here go. Oh, Nick. Bitch better have my money. With my mind on my money and my money on my mind. Bitch better have my money. With my mind on my money and my money on my mind. Bitch better have my money. With my mind on my money and my money on my mind. Bitch better have my money. With my mind on my money and my money on my mind. Mama ain't raised no punks. Player hating niggas pay attention. This is what they want. Sit you all up in a nigga mix. Then maybe you can hang with the street game. Don't be a bitch. Keep your head up, baby.
schauen, wie du es gemacht hast. Ist schon Wahnsinn, ne? Du siehst sofort den Unterschied hier und da, das ist schon krass. Also egal, ob man das jetzt richtig poliert oder falsch poliert, du siehst trotzdem einen krassen Unterschied. Das ist Wahnsinn. Also schlimmer als vorher kann es ja nicht sein. Das definitiv nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich das lernen möchte oder so. Aber ich würde schon gerne mal so einen Profi in Einsatz sehen und dann echt ihn mit Fragen bombardieren. Und dass er uns mal so nützliche Tipps gibt. Ich habe mir so viele YouTube-Videos angeschaut. Jeder hat einen eigenen Stil und jeder erklärt es anders, so dass du dann wieder durcheinander kommst. Ehrlich, die werden es ja bestimmt alle richtig machen, aber weil ich habe irgendwie das Gefühl, jeder will sein Produkt auf den Markt bringen. Nee, du brauchst diese 700.000 Pads, dann brauchst du noch diese 700.000 Polituren und am besten diese Maschinen. Gefühlt musst du erstmal 1.000 Euro ausgeben, damit du den Wagen polieren kannst. Aber dann hast du nicht mal richtige Tipps. Dann gebe ich lieber den Wagen irgendwo ab und lass es polieren. Nicht poliert. Und dann siehst du hier, bam. Oh, guck mal, hier ist jetzt so ein Fleck. Nimmt einen echt mit. So. Naja. So, dann lass uns mal hier schauen. Hier habe ich ja schon komplett poliert. Also, das ist schon Wahnsinn, ne? Was für ein Unterschied. Vorne die Stoßstange muss ich noch machen. Motorhaube habe ich schon gemacht. Dach noch nicht. Aber dann hier, ne? Komplett einmal. Schön. Das sieht schon Wahnsinn aus. Das sieht schon gut aus. Hier habe ich poliert und hier nicht. Da seht ihr den Unterschied. Zu viel hier hatte, dann bin ich einmal hier nochmal drüber gegangen. Und dann sieht ihr schon. Man merkt, dass Irish die Politur umsonst bekommt. Wieso habe ich jetzt wieder zu viel drauf geschmiert? Ich weiß gar nicht, ob man das sofort die ganze Tür immer poliert oder stückchenweise. Aber stückchenweise finde ich so ätzend. Also die ganze Tür zu polieren ist schon schwer. Eidos schon voll Profi geworden. Sagt, ey, guck mal, die Kratzer kriegen wir nicht ab. Aber wenn ich noch einmal poliere, dann geht's ab. So. Also ich bin mal gespannt, was ihr gleich mal sagt, welche Seite besser aussieht. Eidos Seite sieht schon besser aus. Da habe ich das Gefühl. Das ist jetzt Hochglanz, Eidos. Also alles, wenn du das zu gut machst, was gefällt, ne? Kann ich dir noch eine Werbung anmelden, oder? Ja. Hast du das schon mal gemacht, Eilish? Nein. Weiß ich auch nicht von. Ne? Also das ist auch das erste Mal für dich? Ja. Hast du mal so ein YouTube-Video geschaut? Nein. Ja, okay. Also, erstens Respekt an alle Aufbereiter da draußen. Auch einen gefährlichen Job habt ihr auch noch. Also polieren ist sehr, sehr schwer. Es ist wieder so eine Kunst. Man muss das Auge dafür haben. Man muss die Leuchte immer wieder leuchten, gucken, habt ihr es gut gemacht oder nicht. Die Seite hat Irish gemacht, die Seite habe ich gemacht. Jetzt sagt mal, welche Seite besser ist. Ne? Meine Seite. Aber die Fenster bitte nicht beachten, weil die müssen noch das Auto bitte noch löschen. Genau. So, jetzt kommt hier Seite von Kfz Fuzzi. Von Yunus, ja, Kfz Fuzzi. Jetzt kommt die Seite von Yunus. Hier, bitte sehr. Ihr könnt ja sagen, was besser aussieht. Rechts! Huhuhuhu. Was ist das denn?
Alexa, mach Werkstatt an. Guck dir das mal hier an. Wie das vorher aussah, wie der jetzt aussieht. Ich bitte dich. Guck dir das mal an. Was sagst du? Schon geil. Ja. Und so sah das aus. Das ist ein anderes Auto. Guck mal. Oh, ja. Kann man hab, noch ein bisschen ja, hast du einen verloren, ne? Ja. Krass. Was sagst du? Das sieht gut aus. Bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden. Also natürlich, Feuer-Nachher-Effekt ist ja Wahnsinn. Ne? Ist wie Tag und Nacht. Ja. So, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsitus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Votet mich, ne? Nicht Eidoschwot. Vote for me. Vote for me. So.